Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb. Wie schon gesagt, ich war mal einkaufen. Hab jetzt 21 Tränke und 32 Gegengifte, auch wenn ich mir relativ sicher bin, dass das nicht mal ansatzweise genug Gegengifte sind. Ja, ich habe ein Ticket. Großartig, willkommen auf der MSN. Ich habe dich ja vorher noch nie gesehen. Gut, jetzt raiden wir hier weiter das Schiff. Ich habe Lüsel erstmal vorne gelassen. Ja, bis sie Level 25 ist, also das gleiche Level wie Essie. Ich gehe erstmal nach links. Mal sehen, was es hier so Interessantes gibt. Möchtest du kämpfen? Nö. Okay. Du hast anscheinend nicht mal was zu sagen. Ich habe A gedrückt und er sagt nichts. Aber du möchtest kämpfen. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Was hast du an Land gezogen? Angler möchte kämpfen. Angler setzt Goldini ein. Okay. Goldini, bitte geh weg. Mega lieb. So. Und ein Tentara, das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Hätte eigentlich erwartet, dass die uns mit Tentaras bewerfen auf diesem Schiff. Aber naja. Die werden uns erst im Pokémon-Kristall wirklich nerven, wenn im Pokémon-Kristall die Locations gleich wie in Gold und Silber sind. Ach nein, es kann wickeln. Ich hasse dieses Pokémon jetzt schon. Mega Heap. Oh, es hat nur zweimal gewickelt. Okay. Volltreffer. Okay, Tentara wurde besiegt. Lüsel hält bla. Lüsel erreicht Level 24. Okay, das ist wiederum awesome. Okay. Noch ein Goldini. Okay. Nein, ich möchte Pokémon noch nicht wechseln. Eigentlich könnte ich ja Jessie einfach mal auf dem Schiff Rampage laufen lassen, aber Jessie auf so einer Killer-Rampage, weiß nicht. Dann wird die ja total overleveled. Ich mag das Wort Rampage. Ja. Und Lüsel hält Erfahrung. Nicht mehr lange, dann kann ich endlich mal wieder Lini benutzen. Eigentlich könnte ich das jetzt schon, aber ich möchte erstmal Lüsel hochleveln. Warum nicht? Im Wettstreit mit der Jugend bleib ich jung. Okay. Dann bleib du mal jung. Ich werde dich trotzdem besiegen. Voltoball. Okay. Zum Glück hat das Ding noch keine Statik. Ich hasse es immer, wenn ich gegen Pokémon kämpfe, die Statik haben als Fähigkeit. Dann traue ich mich nie so richtig anzugreifen. Also mit sowas wie Mega Heap, halt physische Attacken. Dann traue ich mich nie. Ah, das Blöde ist ja auch, ich habe auf meiner Schwarzen habe ich ein Metagross. Das ist halt physisch ausgelegt und kann nur physische Attacken vom Schaden machen her. Ist ein bisschen doof. Ach ja. Wenn dann irgendein Pokémon Statik kann oder sowas wie Gifton hat, dann ist mein Metagross irgendwie am Arsch. Naja, Magnetilo, das zum Glück noch kein Stahl-Pokémon ist. Yay. Ach ja, in der zweiten Gen war ja schon cool, dass es neue Typen gab wie Stahl und Unlicht. Aber ich bezweifle, dass es in der sechsten Generation dann diesen ominösen Licht- oder Schalltypen gibt. Ich meine, was... Ich glaube, Felinara könnte sogar ein Normaltyp sein. Klar, es sieht nicht ganz aus wie Evoli, aber diese ganzen pinken Pokémon sind ja Normaltypen. Würde für mich halt nur Sinn machen. Und ich fände es auch cool, wenn Evoli sich wirklich zu einem Normaltyp weiterentwickeln könnte. Wenn man halt keinen speziellen Typ möchte, sondern einfach ein Normal-Pokémon. Habe ich hier schon reingeguckt? Ach ja, da war der Gentleman, der nicht mit mir sprechen wollte. Unhöfliches Pack. Pokémon können Büsche mit dem Zerschneider klein hacken. Okay. Ich habe schon Leute auf Pokémon übers Wasser surfen sehen. Okay, das ist interessant, das werde ich auch bald machen, aber jetzt noch nicht. Ach ja. Was magst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Ich liebe einfach alle Pokémon, bis auf... so manche. Also es gibt Pokémon, die mag ich wirklich überhaupt nicht. Dummiesel zum Beispiel, ich mag Dummiesel einfach nicht. Dummiesel ist hässlich, nutzlos, kann nicht und Zubat. Zubat ist doof, auch wenn X-Bat eins der coolsten Flug-Pokémon überhaupt ist. Zubat ist einfach... ich hätte jetzt einfach Fund benutzen können. Naja. Komm, Fund! Bam! Okay. Okay, dann werde ich jetzt wieder Lini benutzen. Ponyta, denn das passt doch perfekt. Los, Lini. Zeig's diesem Pony. Oh Gott, sieht Ponyta seltsam aus. Da mag ich Ponyta in den späteren Gens doch ein bisschen mehr. Okay, weh, du brennst jetzt meine Linie an. Gut.
Und Punita benutzt nochmal Glut, aber das bringt nichts. Und Schaufel ist sehr effektiv. Und ich vermisse irgendwie in der ersten Gen, die Sounds für Attacken sehr effektiv sind. Naja. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Okay. Solange ich Geld von dir bekomme, kannst du machen, was du möchtest. So. Ich heile das mal hoch. Und noch einen Trank. So. Aber ich denke, noch einen Trank muss ich nicht geben. Ah, ja. So. Okay, du möchtest auch kämpfen, dann hole ich mir das Item danach. Wo warst du, als die Party lief? Nicht da, glaube ich. Göre möchte kämpfen und hat nur ein Pokémon. Oh, Pummeluff. Aber ich habe Respekt vor Pummeluff, es kann Gesang. Ja, Schlitter. Ich könnte ihm ja Sand in die Augen wirbeln, dann trifft es mich mit seinem Gesang nicht mehr. Trifft quasi meine Ohren nicht mehr mit den Tönen. Wie auch immer das gehen soll. Oder es trifft einfach die Töne nicht mehr. Wenn es Sand in den Augen hat, dann ist es nämlich so voll verwirrt und hat totale Schmerzen im Auge und deswegen trifft das die Töne nicht mehr. Ah, so macht das sogar Sinn. Und Lini versucht, Giftstachel zu... Giftstachel... Nee. Giftstachel brauche ich nun wirklich nicht. Nee. Na, jetzt hab ich B gedrückt. Bla, kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Nein, es soll keine Attacke vergessen werden. Ja, es soll wirklich nicht erlernt werden. Und Lini hat Giftstachel nicht erlernt. Okay. Ist das nervig. Mach mal langsam. Nein. Du entwickelst dich nicht. Du musst schon wirklich mitmachen bei der Challenge, Lini. Du darfst es nicht immer... Darfst es nicht immer entwickeln wollen. Gut. Bunny findet Beleber. Bonbon. Ja. Du möchtest natürlich nicht kämpfen, weil du deine kleine, ich vermute mal Enkelin dabei hast. Wenn das deine Tochter wäre, wäre das ein bisschen seltsam, weil die voll jung aussieht. Der Kapitän war kreidebleich, er sah schlecht aus. War kreidebleich da gerade groß geschrieben? Nö, es war klein geschrieben, okay. Viele Leute werden leicht seekrank. Okay. Ah, hier kommt Gary. Ich glaube, den nehme ich auch noch mit. Warum nicht? Da. Sieh an, Bunny, mein Haar wackelt hin und her, wenn ich laufe. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Bunny hat man dich tatsächlich eingeladen. Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen und irgendwie betone ich gerade jeden Satz falsch. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Ach, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Hohes Gras. Danke, Gary. Danke. Hast du einen anderen Sprite? Der sieht auf jeden Fall cool aus. Gary möchte kämpfen. Und setzt seinen Habitag ein. Ah, noch ein Level, dann entwickelt sich. Aber ich setze Lini ein und vielleicht finde ich ja irgendwann so eine TM wie Felswurf, falls das in der Gen schon gab. Das würde Lini auf jeden Fall lernen können. Also wäre cool, wenn sie es lernt. Aber naja, Schlitzer. Weil Schaufler ja keinen Schaden macht. Dam. Gary Rodratrat in den Kampf schicken. Nein, ich möchte noch nicht wechseln. So, Schlitzer. Oh nein, nicht überzahlen. Okay, jetzt macht gar nicht mal so viel Schaden. Dann ist okay. Und Volltreffer. Und Linie hält Erfahrung. Und mein Sandmann ist cooler als deins. Los, Linie, Schaufler. Zeig's dem Sandmann. Ha, Schlitzer geht daneben. Ja. Gut. So viel dazu. Und jetzt hast du noch dein Evoli. Wie du ja einfach von meinem Lini. Von meinem Sandan oder meiner Lini niedergemacht wirst. Und mir überhaupt nichts entgegenzusetzen hast. Ja, okay, dein Evoli hält immerhin mal einen Hit aus, aber. Ja, die Attacke, die du mal benutzen kannst, schlägt natürlich viel. Ich glaube, bis jetzt hat wirklich nur der Hyperzahn getroffen. Aber naja, Bunny besiegt Gary. Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Und Bunny gewinnt Geld. Yay. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du sollst den alten Mann besuchen. Ciao. Ciao. Ja. Hallo, Mr. Old Man. Wie geht's denn dir? Ups, es geht mir gar nicht gut. Ups. Bunny massiert den Kapitän den Rücken. Rubbel schrubb. Ah.
tiefer, bitte. Ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen. Verstehst du, ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's. Nimm einfach das hier und dann bringst du deinem Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Barnier hält versteckte Maschine 1. Awesome. Endlich haben wir unsere erste VM. Und ich gehe mal kurz von dem pädophilen alten Opa hier weg. Und guck mal kurz. Soll ich Lini Zerschneider beibringen? Das überlege ich mal. Ich gucke nach dem Part einfach mal, was dann noch so alles lernen kann in der ersten Generation. Und entscheide dann mal, ob ich Zerschneider beibringe. Mal sehen. Gibt's hier irgendwas? Ach, hier gibt's doch auch noch ein paar Trainer, oder? Na gut, das lasse ich das nächste Mal Jessie machen, weil die haben, glaube ich, fast alle irgendwelche Wasser-Pokémon. Ja. Aber ich würde sagen, das war's für diesen Part. Hoffentlich hat's euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.